Hallo und herzlich willkommen zu Kids on Bikes. Der Chat ist rappelvoll und ich habe die besten Spieler hier am Tisch. Sichtbar in diesen coolen Polaroids hier rundrum, die man sich nur wünschen kann. Der liebe Ben. Und wen spielt der liebe Ben? Ich spiele Harper. Harper ist 15 Jahre, 15, 16 Jahre alt. Und Harper ist ein Bauernjunge, ein einfacher Mann vom Feld. Harper hat. Soll ich schon zur Familie was erzählen? Oder, Ja, du kannst gerne was zur Familie erzählen, aber denk dran, deine größte Angst. Das verrate ich nicht. Aber Harper hat. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, das werde ich jetzt mir aufschreiben sollen. Harper hat auf jeden Fall seinen Vater verloren. Harper hat noch einen Bruder. Und wir arbeiten auf einer Farm. Und aufgrund der Tatsache, dass sozusagen mein Bruder und ich die Männer im Haus sind, muss ich ganz viel aushelfen. Auf der Farm muss ganz viel arbeiten. Also wir spielen ja in den 80er Jahren. Und komme einfach gar nicht dazu, in der Schule irgendwie Hausaufgaben zu machen oder sowas. Sondern ich bin einfach ein einfacher Junge. Ne? Ich bin sportlich und körperlich, aber nicht der hellste der Torte. Einfach Zeit zum Lernen. Genau. Anja, wen spielst du? Hallo, ich bin Lisa Parker und ich wohne mit meinen 5 Geschwistern, also 2 echte Geschwister, also Vollgeschwister und 3 Pflegegeschwister und meinen Eltern und meinem Opa zusammen und ich bin die Älteste und ist schon manchmal viel bei uns zu Hause. Chris, wen spielst du? Ich bin der Stephen Miller und ich mag Verschwörungstheorien. Ja, wie sieht's denn bei dir zu Hause so aus? Papa ist Zigaretten holen. Und seit Jahren. Die Lisa ist direkt geschockt. meine Mutter ist Vollzeit arbeitend, ist eher abwesend, übernimmt halt die Rolle aller Elternteile sozusagen. Ich habe eine Oma, die sehr stark dem christlichen Glauben verfallen ist und auch abergläubisch ist, die für mich eine gewisse Bezugsperson ist. Und mein Bruder ist irgendwie seit dem Verschwinden meines Vaters ein bisschen anders. Eigentlich mag ich ihn ganz gerne, aber ich habe da irgendwie sowas im Gefühl. Sass. Tja. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja. Und damit, hallo Maggie, wen spielst du heute? Ich werde Samantha Charlotte Bell spielen, kurz genannt Sam. Und ich bin mit meiner Familie erst fast vor kurzem ein paar Monate in die Kleinstadt gezogen. Wir leben in einem größeren Anwesen. Ich habe Eltern und eine kleine Schwester. Unsere Oma wohnt auch mit bei uns. Mein Vater sehe ich eigentlich so gut wie nie, weil der hat irgendwie sowas, so eine PC-Software-Internetfirma. Internet noch nicht vielleicht, aber was später dann. Genau. Und meine Mutter ist Fotomodel, also echt, echt erfolgreich. Und meine Schwester möchte halt so ein bisschen denen gefallen. Und meine Oma ist schon echt dufte. Also mit der hänge ich eigentlich am liebsten rum. Okay. Aber deine Eltern magst du ja schon, die sind schon irgendwie auch cool oder eher so weniger? Es ist halt schwierig, wenn die Eltern einen dahin haben wollen, wo man selber nicht hin will. Ja. Klassiker. Ja. Revoluzzer. Okay. Weil der Ben tatsächlich schon so aktiv ist, darf die liebe Anja mal für uns einen W20 würfeln und ihr im Chat seht live zum allerersten Mal, ob dieser Würfel auch funktioniert. Mal Wirbel. Ums Krit. Und da ist er. Und ihr seht, der Würfel ist in der Farbe ihres Namens. Bedeutet, ihr könnt anhand der Farbe
immer erkennen, wessen Würfel welcher ist. Und mit der 13 haben wir soeben festgelegt, wie die Kleinstadt, in der wir uns befinden, heißt. Es ist. Den haben wir jetzt wieder weggemacht, ne? Ja, es ist Willowbrook. Willowbrook. Ganz genau. Und wie Willowbrook genauer ist, werden wir jetzt hier in der Session Zero ausgestalten. Wir gehen reihum und okay, ich kriege tatsächlich immer noch Musik leiser. Das machen wir. Das machen wir. Gehen wir mal hier hin. So, jetzt müsste das gehen. So. Und zwar, lieber Ben, die Industrie der Stadt ist was für eine? Ist es Metall? Sind es Metallbetriebe? Ist es, wir sind irgendwo in Staaten, ich kann das jetzt festlegen, einfach anhand. Genau. Also ich würde irgendwie, ich mag das eigentlich so im Vorbereich der Rocky Mountains, wo man schon ein paar schöne Berge hat und so, ne? Aber. Öl. Okay. Industrie, hier ist hart, rundherum werden Öl abgebaut, darum ist es so Metallindustrie und Ölindustrie. Mhm. Dann wäre die Stadt aber wohlhabend, finde. Nicht zwangsweise. Nicht zwangsweise. Mhm. Ein, zwei Familien sind ewig stinkend wohlhabend, aber nein, Öl. Mhm. Okay, Öl okay. Okay, super Konflikt mit dem Bauernjungen. Sehr schön. Liebe Anja, notier das. Also, Chat, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr vielleicht nochmal fragt, was ist denn zum Beispiel eine Besonderheit oder sowas, dann haut das mal sofort raus. Mhm. Wie, Stichworte. Wie schreibe ich denn Willowbrook? Habe ich in den Chat geschrieben. Ach so, in den Chat geschrieben. Mhm. Oh, intuitiv richtig. Yes. Ja. Ja. Okay. Sag, wenn du soweit bist. Also ich muss sagen, ich finde die Musik immer so geil. Ja, ne? Habe ich gut rausgesucht. Ja. Also Chat findet es auf jeden Fall musikalisch viel besser. Die Musik ist immer noch gut, aber ausgepegelt viel besser. Perfekt, perfekt. Danke euch. Das sind Dinge, die kann ich halt nur live im Stream halt irgendwie machen. So, lieber Chris, beende bitte diesen Satz. Unsere Stadt Willowbrook ist berühmt für Öl. Weiß ich, mir ist gerade Apfelkuchen in den Kopf gekommen. Ja. Okay. Okay. Apple Pie. Und die großen Ölapfelbäume. Moment, das heißt ja nicht, dass die Äpfel auch aus der Region kommen. Das muss mir auch mal erwähnen. Vielleicht ist einfach vielleicht hat deine Oma oder wer auch immer den Apfelkuchenbackwettbewerb gewonnen immer. Ich wollte gerade sagen, haben wir ein Apple Pie Stadtfest? Ja klar, wir natürlich. Wir Apfelkuchen. Natürlich. Stein doch in der Mitte. Liebe Maggie, beantworte mir. Unsere Stadt ist berüchtigt für. Der Chat hat kreative Ideen, falls dir nicht einfällt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht gar kein schlecht. Ich muss mal kurz so ein bisschen lunzen. So. Ordinus finde ich schön, aber ich glaube, das wird schwieriger werden. Ausstellung. Knochen. In den 80ern? Ich glaube, das war aber später, ne? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war später. Dunkle Wälder finde ich schön. Okay. Das kriegt auf einmal so einen leichten Blair Witch Project Touch. Okay. Gut, dass ich den nicht gesehen habe. Bitte stell dich in die Ecke und guck nicht weg. Okay, damit kommen wir zurück zum Ben. Ökonomisch ist unsere Stadt Punkt, Punkt, Punkt
gerade, zum Beispiel prosperierend, aufsteigend, am Stagnieren, am Zerfallen. Genau. Ökonomisch ist unsere Stadt gerade an einem Scheideweg, denn das Geld verteilt sich nicht auf die Stadt, sondern gehört Privatleuten, denen die Ölfelder. Und es geht sozusagen gerade darum, das zu enteignen oder staatlichen oder in die Stadtkasse zurückzufließen zu lassen. Oder dass es zwei Familien gibt, denen die Ölfelder gehören, die die Indianer geklaut haben. Sowas. Okay, okay. Und ein Effekt davon ist? Der gemeinsame Hass auf die Familie Schmidt. Smith. Okay. Okay. Kollaterale, der gemeinsame Hass der Stadt auf den Wohlstand der anderen. Okay. Also über die wird immer gemeckert. Ja, sind ja doch scheiße, ne? Also ist halt auch eine Scheißaktion, die Felder da einfach zu privatisieren, die Straßen aber der Gemeinde zu nutzen und die ganzen LKWs mit Öltanker fahren hin, wir haben, haben die Abgase, wir haben den Lärm, die dunklen Wälder sterben aus wegen dem ganzen Öl, aber die ganze Kohle streiten sie selber ein und bauen das fünfte Haus, das sie teuer vermieten, das ist schwierig. Okay, okay. Schwierig. Ja, wäre ich auch sauer, ganz genau. Mann. Okay, Anja, wenn du soweit bist, gib mir ein kurzes Okay. Genau, 80er, da gab es noch keinen Umweltschutz. Ja. sag mir mal einen zweiten Familiennamen, damit ich die zweite reiche Familie... Smith und Montgomery. Mhm. Montgomery. Der Vater heißt Burns, oder? Nein. Miller wäre auch gut. Montgomery, Miller. Naja, Montgomery Smith und Montgomery ist schon ganz cool, ja? Ha? Okay, Anja, du bist soweit? Ja. Denn dann bist du jetzt als nächstes dran mit eine herausragende oder eine bekannte lokale Organisation ist. Boah. Ich hab die Idee, ne? Das ist schon wieder gemein. eine überlokal bekannte Organisation. Der Chat hat Ideen. Ich würde sagen, das ist unsere örtliche. Der Chat hat gute Ideen. Unser örtlicher Ornithologenverein, der nämlich in den dunklen Wäldern immer die Vögel beobachtet und da ganz tolle Spezies findet. Perfekt. Nehmen wir. Spezies. Das passt alles so gut irgendwie, muss ich gestehen. Ja, warte, es wird gleich noch besser. Ich kann das alles so richtig schön in meinem... Das sind ja die Basis, das eskaliert noch. Ja, ja, das eskaliert das, noch. Das wird noch mehr. Okay, und Chris? Moment, ganz kurz. Okay, ganz kurz. Aber es ist natürlich Ornithologen im dunklen Wald, das sind eigentlich hier... Dreikörperkultur oder sowas, ne? Das gibt's in den USA nicht. Das gibt in den USA nicht. Das würde man da nicht Nudisten. Hallo, wir sind in Amerika, also bitte. Okay, Chris. Ja. Es gibt in der Umgebung oder in der Stadt selbst ein lokales Naturwahrzeichen oder eine... Ideen-Chat. Also quasi sowas wie ein Berg oder der älteste Baum des Staats oder sowas, ne? Du darfst dir eins davon ausdenken und wie der heißt. Irgendwie wäre ich ja für so ein Wasser. Wie heißt das nochmal, wenn da das Wasser aus dem Boden ist? Geysir? Geysir, genau. Irgendwie finde ich einen Geysir ganz lustig. Okay, okay. Und wie heißt der Geysir? Legen. Harpy will unbedingt eine Tergrube haben. Das ist jetzt schon zweiter, dritten Mal. Okay.
Old Man. Die Besonderheit an dem Geysir ist, das Wasser ist dunkel. So, dann haben wir ein bisschen die Tergrube mit drin. Okay. Wie heißt denn der? Ich würde irgendwas mit Black reinmachen, aber... Also der Hunter hat Namen Old Man vorgeschlagen. Ja, oder ja. Teufel-Geysir, finde ich auch gut. Teufel-Geysir, sagt Rico. Mhm. Ja, gut, wenn er schwarz ist, könnte es Teufel-Geysir sein, ja, wenn da so ein dunkles Wasser rauskommt. Das gefällt mir. Okay, dann nehmen wir das. Black Fountain. Und damit sage ich mal ganz kurz Hallo Dead Undertaker. Ich habe die bösen Worte gesehen. Wir haben die Nachricht gelesen, ich lasse ihn nicht zu. Nee, das könnte problematisch werden in Zukunft. Der Hans hat echt einen Finger im Abzug heute, meine Herren. Ja, liebe Maggie, auch du darfst dir ein lokales Wahrzeichen raussuchen. Ich nehme doch dann einfach die Teergruppe. Mhm. Okay, und wie heißt diese Teergruppe? Solange daneben nicht die Hühnerfarmen ist, ist alles okay. Seit 10 Jahren verschwindet der ganze Müll und regelmäßig Menschen in der Teergrube. Die Teergrube war früher keine Teergrube, das war mal ein See. Also PSX Heaven und Einhorn Power haben es eigentlich getroffen. Ich denke, so eine Mischung aus Black Hole oder das Schwarze Loch, was ist ja, ne? Je nachdem, ob Englisch oder Deutsch. Dann ist es das Black Hole. Okay, kommen wir zu den ganz wichtigen Dingen für dieses Spiel. Lieber Ben, wie heißt denn das Schulmaskottchen? Und was ist das Schulmaskottchen? nein, du machst jetzt nicht hier den South Park. Nein, das tust du jetzt nicht. Nein. Towerly. Mr. Hanky. Nein. Wenn die Highschool ein Sponsoring hat von der Familie Montgomery-Smith, dann wäre das Maskottchen ein Öltropf. Das überlege ich. Das ist gerade mein Gedanke, ob ich das irgendwie. Will ich mich da festhalten oder nehme ich irgendwas Wirres? Aber ich fand die Idee auch lustig. Also ich hatte so einen ähnlichen Gedanken. Denn. Das ist auch schön. Ein Vogel. Hansa, auch nicht schlecht. Und ja, hab ich gemeint, ja, ist, passt nicht, wenn man die hasst. Erste Überlegung, Chat, und da müsst ihr mir mal helfen, soll es was Cooles sein oder soll es was Bescheuertes sein? Soll es irgendwie ein Weg sein oder soll es irgendwie cool sein? Ich schwanke noch zwischen einem coolen Otter, der total cute ist und total cool so, oder halt irgendwie einen einarmigen Vogel. So, also du meinst ein Otter, der so in Öl schwimmt? Oh, ein verklebter Ölvogel. Das ist ein Maskottchen. Nein. Das wäre kein Maskottchen. Das ist, pass auf, wir nehmen Alkohol. Wir nehmen Alkohol. Das, Maskottchen ist irgendwas mit Alkohol, eine Alkoholflasche oder sowas. Weil ja Zuchtmittel gar nicht so... Unter 21. Es geht um das Schulmaskottchen unter 21. Da wird keine Alkoholflasche genutzt. Gehe ich ganz stark von aus. Ja, man muss sagen, irgendwie den Öltropfen finde ich aber trotzdem irgendwie toll. Auch im Gegensatz, wenn die Stadt die Familie zwar nicht leiten kann, aber die Familie sponsert ja die Schule. Schon, ich bin schon schwierig. Fällt mir schwer, habt ihr Ideen? Aber gibt es denn bei den amerikanischen Highschools überhaupt was kein Tier ist? Ach, ich glaube nicht.
Also habe ich noch nie gesehen in Filmen. Allein Coca-Cola und Pepsi haben schon gesponsert und dann waren es halt Dosen. Okay. So. Wenn du das sagst, dann ist das jetzt so. Ein glitterndes Einhorn, ein Otter namens Black Chip. Ja, oder ein Apfel von den Apple Pies. Wir hatten doch früher ganz viele Apfelbäume bei uns. Ja. Apfel. Ein Apfel, aber das Maskottchen-Uniform ist mittlerweile ein bisschen vergilbt, sodass es aussieht, als hätte der Apfel eine faule Stelle. Okay. Und entscheidend ist auf jeden Fall... Wie heißt das genau, Maskottchen? Schwarzer Apfel geht. Das sieht aus, als hätte eine faule Stelle oder irgendwie ein Wurm drin. Na. Der Typ, der das macht, der hat nur einen Arm. Dann sieht das so aus, der hätte nur einen. Aber wie wäre das, wenn der Wurm da drin auch noch einen Namen hätte? Nein, Leute, nicht zu weit. Okay. Nein, nicht zu weit. Also, wir haben als Maskottchen den Apfel. Wie heißt der Apfel? Oder wie wird der halt genannt, der Apfel, das Maskottchen? So einen generischen Männernamen neben Charlie. Charlie the Wild Apple. Die wilden Kerle. Ah, die heißt schon was anderes. Oh, auch nicht schlecht. Heißt, ein Apfel heißt. Namens Pink Lady. Schön mit der Druckstelle. Danke, Hunter, war schneller als ich. Keine Ahnung, Pink Lady von mir aus. Ja. Mir egal. Okay. Ich habe keine Präferenz. Wenn einer Power Pink Lady möchte, dann ist Pink Lady. Ich finde es nur sehr passend. Ja, dann ist das so. Ich habe gerade keine bessere Idee. Oder andere Wunsch. Okay. Das ist doch gut. Also, wir haben ein Schulmaskottchen mit einem als Apfel und ist dann wahrscheinlich eine Schülerin da drinne und der Apfel heißt Pink Lady, hat aber leider schon ein paar Faulstellen aufgrund des Alters des Maskottchens und weil die Schule nicht mehr up-to-date ist. Alles klar. Okay. Wenn Anja soweit ist, denn Anja darf dann erstmal für diese Runde gleich den Abschluss machen, nämlich mit einem W20-Wurf. Jawohl. Die 18, fast Crit. Genau, denn eure Nachbarstadt heißt Granite Point. Wie? Granite Point. Ich pack's mal in den Chat zum Abschreiben. So, da steht's. Ach, Granite. Genau. Granite Point, okay. Ja. Und wie ist denn das städtische Verhältnis zu dieser Stadt, also zu dieser nächsten kleinen Stadt? Ist das eher so? Ich gerade einen Aussetzer. Du hast gerade einen Aussetzer, Sven, in dem Wort. Oh, okay. Beziehung, glaube ich, oder so. Okay, also die Nachbarstadt heißt Granite Point. Und wie ist denn die Beziehung zwischen den beiden Nachbarstädten? Ist die eher freundschaftlich kompetitiv oder ist die tatsächlich eher verachtend? Versuchen die sich gegenseitig wirtschaftlich irgendwie das Öl abzugraben? Oder sind das wie Partnerstädte, die sich die ganze Zeit versuchen, gegenseitig zu helfen? Irgendwie sowas, irgendwas so in diesem Spektrum. Wie sind also die beiden Städte? Das sind halt voll die Assis. Der Chat, ja, die Anja, also die Lisa sagt schon, der Chat findet das auch, dass das ist zerrüttet, das ist angespannt, bisschen zu Hass. So. Ich würde sagen, die haben eine Birne als Maskottchen und das sagt eigentlich schon alle. Ja, nee, geht nicht. Nee, also kann ich verstehen. Ich kann diese Rivalität verstehen. Also ich meine, weiter könnten die Welten nicht auseinander sein, so auf eine Entfernung von 30, 35 Meilen. Das, Köln und Düsseldorf. Ja. Genau, Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Die werben um den Birnenkuchen. Ich finde, das ist ein gutes Ding. So. Mhm. Die Kunheit sagt, der Birnenkuchen ist besser. Wir haben unseren Apfelkuchen. Wir haben beide unsere Öl. Also so, wir haben beide unseren Rudi, wir haben ihren nie. Ja, cool. Das finde ich gut. Geht ihr damit? Ja.
Soll ich wirklich verfeindete Nachbarstadt schreiben? Oder rivalisieren schreiben. Rivalisieren, danke, das ist ein schönes Wort. Ja. Rivalisierende. Also klar, ist mal irgendwie nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften Bier nicht mehr Rivale, sondern Feind, aber das ist natürlich noch offen. Offen ist das immer Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Offenbach, Hamburg, St. Pauli, so Fußball ist relativ. Mhm. Alle und Hansa. Ne? Okay. Zurück zur Erschaffung. Und zwar, lieber Chris. Ganz kurz. Ja. Schön. Hallo. Kannst du mich nicht verkneifen? Ich schreibe gerade die Zitate aus dem Chat ab. Man kann Äpfel nicht mit anderen vergleichen. Damit wir direkt ein Bild von der Stadt haben. So, das Bühnenmaskottchen heißt Sir Pier. Sir Pier, okay. Pier ist die Birne. Ja, das weiß ich. Dankeschön, fertig. Okay. Lieber Chris, was ist ein Gerücht, das zurzeit durch die Stadt kursiert? Ihr wisst ja, es sind die Zeiten vor Internet, Zeiten vor Mobiltelefonen. Also, wenn man reich war, hatte man so einen Koffer mit Mobiltelefon. Also mit so einem richtigen Hörer und Schnur, ne? Und in der kleinen Stadt ist der Tratsch schneller und Gerüchte schneller als heutzutage übers Internet. Ah, das muss man so im Hinterkopf behalten, wenn man sich so ein Gerücht ausdenkt. Ist das Gerücht für unsere Stadt oder für Granite Point? Das ist für unsere Stadt, ganz genau. Okay. Das ist für Willowbrook. Wer hat das denn, wo erzählt man das denn? In der Stadt. In der Stadt, also nicht, zum Beispiel, es könnte auch sein, ein Gerücht sein, welches erzählt wird über Willowbrook, außerhalb von Willowbrook. Mhm. Ja, also keine Ahnung, so. Ein Gerücht. Also der Chat sagt schon mal, da ist ein UFO abgestürzt. Da findet Steven natürlich leuchtende Augen. Rico sagt, da ist ein Geist im dunklen Wald. Ja, der dunkle Wald würde sich schon mal auf jeden Fall gut machen, denke ich, für das Gerücht. Weil von der Grundlage auf jeden Fall schon mal passend. Ah, kann man überlegen. Ich schmeiß mal in den Raum. Familien kommen und irgendwann sind sie nicht mehr da. Ja, irgendwie so. Die sind nicht weggezogen? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, den dunklen Wald mag ich auf jeden Fall schon mal als Teil des Gerüchtes. Gerade nur am Überlegen. Kuscheltiere verschwinden. Indianischer Friedhof. Ja, ich wollte jetzt nicht zu sehr auf etwas gehen, was mir später zuträglich wäre. Man könnte ein Native-Friedhof durchaus. Giftmüll in den See, wir haben noch den Teer, wir haben noch das Teerloch und den Geysir. Was man auch, also Familien verschwinden okay, im Teerloch, okay, ne? Okay. Das Teerloch ist jetzt noch nicht so lange da. Und irgendwie ist das erst in den letzten Jahren entstanden, seitdem die Ölbohrarbeiten stattfinden. Man munkelt, dass da eventuell so gewisse Sachen von der Ölindustrie reingeleitet werden. Tolle Idee. Mhm. Das wäre Gerücht Nummer 1. Du weißt schon, dass du das, also du kannst das aus dem Chat einfach kopieren, ne? Das weißt du. Du musst das schreiben, wenn du möchtest. Naja, es ist ja nochmal umformuliert im Vergleich zu dem, was im Chat steht, von daher. Okay, ich dachte nur, wenn du einfach nur Schlagwörter kannst da kopieren. Ja, Gerücht Nummer 2. Moment, ganz kurz. Maggie, du kannst dich ja mal schon vom Chat inspirieren lassen. Sie schaut schon sehr, sehr angestrengt. Ich finde von Einhorn-Power sehr gut mit dem angebissenen Apfel. Okay, gut. Maggie, was ist ein Gerücht, das zurzeit in der Stadt kursiert? Da wir ja ein bisschen auf Mystery gehen, finde ich das gar nicht mal so verkehrt, dass Personen in den Wald hineingehen, aber nicht herauskommen. Mhm. Kannst du dein Licht da, einen Wands,
milder machen. Mhm. Falsche Richtung. Das habe ich gemacht. Ihr merkt, dass zweite Studio hat gerade technische Schwierigkeiten. Ja, ich sehe, dass Anja so schön belichtet. Das ist natürlich toll. Aber ich glaube, es wäre schöner, wenn die da so einen Abton reinmacht. Naja, wenn ich nachher auf die Charakterseite gehe, dann wird es auch wieder hell. Zurzeit habe ich den Stream dran. Okay. Also. In den dunklen Wald gehen Menschen hinein. Lichtschweif hat auch eine tolle Idee. Ja. Wenn Anja jetzt gleich fertig ist mit Schreiben, darf auch der Ben ein Gerücht einbringen. Dem Bürgermeister hat persönlich, außer die Leute im Bürgermeisterabend, schon lange keiner mehr gesehen. Früher war der immer auf Veranstaltungen, aber jetzt ist der irgendwie nicht mehr da. Ja, vor allem ist das eine Kleinstadt. Man würde den ja normalerweise auf offener Straße treffen, beim Einkaufen oder so. Der kauft irgendwie nicht ein, der ist irgendwie nicht. Also der ist immer schon auf der Arbeit und scheinbar ist der auch irgendwie, macht der was. Mhm. Aber keine Ahnung, ob der eine Ölhand bekommen hat oder was. Ölpeeling. Alle behaupten, dem geht's super. Ja, genau. Also wenn du irgendwie ins Rathaus gehst und einen Termin, dann... Hafje, Maggie hatte es gibt Menschen, die in den Wald gehen, aber nie wieder herauskommen. Die Hosenträger sind super, Steven. Ich bin Fan der Hosenträger. Okay, wenn Anja soweit ist. Alter, verdammt, zählen. Ja. Dann darf Anja ebenfalls ein Gerücht einbringen. Oh Gott. Ich bin so im Tippmodus. Okay. Wir haben das Teerloch, wir haben den dunklen Wald und den komischen Bürgermeister. Bürgermeister. Nom. Warum habe ich keine Musik mehr? Was sagt denn der Chat? Can't touch this. Die Musik ist aus, Sven. Ja, da kommt das nächste Lied. Oh, ihr seid alle ganz schön düster, ne? Das ist ja nicht mein Charakter. Ja, man kann auch einfach sagen. Ja, ich habe gerade an sowas gedacht, wie bei dem nächsten, keine Ahnung, Highschool-Football-Spiel soll ein Talentcoach dabei sein. Aber oh, sehr schön. Das ist cool. Aber ich bin mit Football nicht so ganz einverstanden. Die Schule hat eine ganze Menge Auszeichnungen für Buchstabierwettbewerbe, aber irgendwie hat sie niemand gesehen. Puh. Den Buchstabierwettbewerb finde ich gut. Aber... Lacrosse. Ja, dann nimm doch ansonsten Mathe-Wettbewerb. Ja. Baseball. Buchstabierwettbewerbe sind underrated, auf jeden Fall. Ich sollte vielleicht nicht nur tippen, sondern auch sagen. Aber Tierwettbewerb gibt es auch. Ich würde sagen. Oh, ist auch gut, der Kaffee. Halt. Buchstabierwettbewerbe sind underrated. Ja, sehe ich auch so. Ich würde sagen, für den nächsten Buchstabierwettbewerb, der soll nämlich an der örtlichen Highschool stattfinden, haben sich angeblich ein paar Talentscouts im Buchstabieren. Wir nehmen nicht Buchstabierwettbewerb, sondern Wissenschaftswettbewerb. Hier so Fragen im Schnelligkeitsdings beantworten. Okay. Wie heißt das denn? Quiz? Ist das Quiz? Hier wie bei... Kannst ja Wissenschaftsquiz machen. Trivia-Fragen, ja, einfach, ja.
Dann, ja. Ich gab in der Schule ein Quiz, oder ich gab regelmäßig ein Quiz in der Schule, welches scheinbar beim nächsten Mal, ich sag jetzt mal, Firmen eingeladen hat, welche sozusagen sehr schlaue Highschooler scouten. Stipendien. Stipendien. Für mögliche vergeben. Stipendien, ja, genau, um Stipendien. Aus der Stadt zu kommen. Ja. Unis sind eingeladen. Unnützes Allgemeinwissen, ja. Bin ich groß. Sven ist auch richtig groß im Unnützen. Auch richtig Schwerpunkt auf Unnützen, weniger auf Wissen, aber ganz groß. Ja, ganz viel Unnütz. Das ist richtig. Ja. Und wenn wir das jetzt tatsächlich verschriftlicht haben, gibt es... Kannst du ja schon mal weitersprechen und dich dann wiederholen. Mhm. Ja. Sekunde. Nee. PDF-Steuerung irgendwie seit dem letzten Update. Ganz, ganz furchtbar. Okay. Jetzt darf Ben einen W20 würfeln. Und wir sehen zum ersten Mal Bens Würfelfarbe. Es ist eine 14. 19? Es ist eine 9. Hey, mein Freund, das ist eine 9. Das Bild ist eingefroren bei 14. Ah, okay. Ah, ja. Das ist natürlich klar. Dann ist es weit. Okay, eine 9, sorry. Genau. Es gibt ein Restaurant oder ein Diner, was so ein bisschen der zentrale Mittelpunkt der Stadt ist. Daywalker, ja, es wird auf jeden Fall. Wird es auf jeden Fall das zum Nachlesen geben. Also alles das, was wir besprochen haben, ist verschriftlicht und soll zeitnah auch irgendwie zum Nachlesen sein. Wir posten das zwischen den Folgen von YouTube im Discord. Genau, aber es gibt es auch auf YouTube zum Nachgucken. Und im YouTube ist es dann unten für euch als Blog. In den Kommentaren. Entschuldigung. Genau. Wie war die Frage nochmal, Sven? Es gibt ein Restaurant oder Diner. Wie heißt das? Chris, oder? Ist dran. Nein. Anja? Nein. Du? Ich? Ja, du fängst an. C'est moi? Ja, du hast gewürfelt. Okay. Dance Diner. American Diner ist ein bisschen. Luke. Der Inhaber Dan. Luke's. Luke's. Nein. Weiß auch nicht, woher der Name kommt. Luke's ist abgelehnt, okay. Ja. Aber die Ding stimmt ja schon mal hier, die Mitte. Also die Richtung ist schon okay. Stars and Stripes finde ich schon ziemlich cool. America. Bars and Stripes. Bars and Stripes. Mhm, okay. Also nach 21 Uhr wird da auch ordentlich ausgeschenkt. Genau, es ist erst ein Diner Burgerladen und nach 21 Uhr gibt es da auf jeden Fall so Line Dance und Trinken. Ja, halt auch Ale. Okay. Und vorher so richtig schön mit Rollschuhen serviert? Ja, auf jeden Fall so im Kleid. Auf jeden Fall so Rockabilly Kleid. Mhm. Das auf jeden Fall. Rollschuhe geht nicht. Okay. Aber das genau ist auf jeden Fall sehr nationalstolz, die das merkt. Nichtsdestotrotz wahrscheinlich ein Treffpunkt. Anja, du darfst dann gleich als nächstes würfeln. Ja. Okay, ich habe jetzt einen Burgerladen, der nach 21 Uhr Alkohol ausschenkt und dann habe ich den Faden verloren. Der heißt ja. Bars. Bars and Stripes. Genau. War da sonst noch irgendwas? Ja, tagsüber halt Burger und nach 21 Uhr Line Dance und Alkohol. Milkshake und Burger. Milkshake. Und, genau, das finde ich total gut, Hansa. Es hat ein Drive-In. Mhm. Oh. Tagsüber Burger und Milkshake. Bars and Stripes, genau. Abends. Ist es Ale oder was hattest du gesagt? Ja, es wird halt Bier und es gibt auch härtere Sachen, natürlich. Also Bud Light. Ja, genau. Bier und Line Dance. Genau, Bier zur, und Line Dance. Genau. Gut. Zur Party kommen die drei besten Freunde, Jimmy, Jackie und Johnny. Alle auf Eis. Ja, aber Autokino, keine Ahnung. Jetzt
Da darf Anja dann entscheiden, ob es ein Autokino gibt. Genau, das würfeln wir. Ja, mit welchem? W20. Einem W20. Und das ist die 4 geworden. Es gibt eine Bücherei in der Stadt. Da würfelt der Nerd die Bücherei. Ja, ja. Wie heißt diese Bücherei und hat sie irgendeine Spezialrubrik, irgendwie was Besonderes? Ja. Oh. Wie heißt die Bücherei, Chat, hilf. Also ist sie zum Beispiel von irgendjemand gespendet worden oder einfach umbenannt worden, wie J. Edgar Hoover Library oder so? No? In der Bücherei wurde jedes zweite Kind der Stadt gezeugt. Das ist auch ein Top-Gag. Das wäre ein Gerücht, Leute. Das müsste ja erst bewiesen werden. Oder kein Kind wurde jemals in der Bücherei gezeugt. Oh, auch das ist eine coole Idee. Die JFK Library. Also John F. Kennedy Library. Oh also ja, das finde ich toll. Mhm. Also ein Einhornpower, wenn das so wäre, dann wüsste ich, wo ich bin. In der Abteilung, wo du glaubst, das wäre die Abteilung für Verschwörungstheorien, leider Gottes steht da am Eingang drüber Fiktion und Religiöses. Das glaube ich nicht. Richtige Einstellung, mein Freund. Vorne dran steht, es ist wahr. Okay, und hat die Bücherei irgendwie ein besonderes Highlight, irgendwie, tja, also mal abgesehen davon, dass das natürlich die Stadtbücherei ist und damit natürlich auch das Stadtarchiv ist, ne, das gehört ja zusammen in den Staaten sehr häufig. Die könnte einen Kaffee drin haben. Wow, das finde ich toll. Okay. Ist das in den 80ern schon gewesen? Naja, das ist halt quasi nicht in der Bücherei selber, sondern quasi im Gebäude hast du halt einen zweiten Eingang. Da kommst du halt in das Café rein. Oh. Und halt nicht ein Latte Macchiato irgendwas, sondern halt Kanne. Grundsätzlich Americano und es gibt Apple Pie. Ja, genau, da gibt es Apple Pie. Ja, genau. Ja, sehr schön. Oh ja, und das Café heißt Little Apple. Okay, sehr gut. Darf ich noch was Zweites sagen? Zweites Café? Nee. du meinst jetzt noch eine zweite Location? Nee. Und noch was zu der Bücherei. Ach so, klar, ja. Ich würde vorschlagen, dass diese Wissenschaftsquizze vielleicht in der Bücherei stattfinden. Ja, neutraler Ort. Sehr schön, ja. Apple Pies and Cookie Cream. Mhm. Pies and Cookies. Apple and Cream. Ja. Okay. Geht was. Wenn du soweit bist, darf Chris als nächstes einen W20 würfeln. Ja, das kommt von mir, Rico. Wenn ich rede und Anja redet, dann hört man es doppelt. Anja ist. Ich habe versucht, das ein bisschen besser auszusteuern. Hat noch nicht so hundertprozentig geklappt. Ich arbeite kontinuierlich dran. So, Chris. Ich warte noch kurz, bis Anja fertig ist. Okay. Dankeschön. So lange haben wir ja mal so in den Chat fragen, wie findet ihr denn unsere Verkleidung? Seht was ihr für das eine denn? Verkleidung? Das ja, stimmt, was für eine Verkleidung. Ich würde sagen, dann machen wir gleich eine Umfrage zwischen den Folgen. Also, okay. No? Fertig. Gut. Chris. Da rollt er. Die 10. Es gibt einen Office Park. Also quasi ein Büroareal. Ne? So flache Gebäude, wo halt Büros dann drin sind. Was ist denn da spezifisch angesiedelt für Büros? Boah. Ich würde ja irgendwas in Richtung Ölindustrie machen. Dass das so ein bisschen in die Richtung tendiert, denke ich mal. Denkst du? Weil das Geld bleibt ja nicht in der Stadt. Die haben so wenig wie möglich lokale Angestellte.
geil. Ja gut, du weißt ja auch nicht, ob da Leute arbeiten. Ja. Na? Also. Okay, also da darf gerne sein. Ja, okay. Ja, doch. Also irgendwie steht es in Verbindung mit der Ölindustrie, aber man sieht sehr wenig Bewegung, sehr wenig Veränderung. Aber irgendwie ist doch immer irgendwas los und das ist irgendwie komisch. Okay, dann haben wir einen Office-Park, Verwaltung der Ölindustrie. In Klammern. BI, mysteriös. EPA. Man im Black Büro. Ich finde gute Ideen hier, meine Herren. Ja. Das wäre auch eine Idee gewesen. Aber nein, jetzt haben wir sie schon. Mhm. Oh, so. Und dann darf Maggie einen W20 würfeln. Wir haben noch keinen Namen. Wir haben noch keinen Namen. Ja, das ist einfach ein Office Park. Also es ist einfach ein kleines Stadtviertel mit so 5-6 Gebäuden. Alles klar. Gut. Ja, dann bin ich fertig. Klappt nicht. Donner klar. Es gibt einen Park. Was ist das besondere Highlight des Parks und wie heißt er? Der große weiße Wasserfall. Mitten im Park. Absolut ebenerdig. Das ist ein Wasserfall. Moment. Es kann ja trotzdem, auch wenn es ein Wasserfall ist, relativ klein sein. Ja. So ganz klein. Es muss ja nicht immer groß sein. Ja. Vielleicht heißt es auch nur The Great Big Water Something Something. Und dabei ist es irgendwie nur einen Meter hoch. Also. Der reißende Fluss, 10 Zentimeter breit. Warum hab ich jetzt gerade so Monkey Island Vibes? Ja. Nee, aber warum nicht zum Beispiel, hey, da ist ein großes Stück Fels irgendwie aus den Bergen halt rangekarrt worden und das ist jetzt quasi eine Art großer Brunnen, wo das Wasser halt über diesen Stein drüber gepumpt wird, zum Beispiel. Und dann hätte man einen den Wasserfall, genau. Ja. Dein Gerücht. Ein Feind. Nee, kein Gerücht, eine Location. Eine Tatsache. Okay. Ja. Genau, ist eine Tatsache. Okay, sollen wir das genauso nehmen, oder? Sam? Ich finde das gut. Sehr gut. Ist mal was anderes. Und wie heißt dieser Park? Oh, jetzt bin ich einfach mal ganz fies und sag, das ist der Bell Park. Bell Park? Der wurde einfach von meiner Familie mitgespielt. Ach, deine Familie? Ah, das ist okay. Da finden die Fotoshootings immer statt. Vielleicht ist auch deswegen ein Wasserfall dort. Mama musst du meine wollte Mutter das. Sehr schön. Ja, Leute. Und damit sind wir tatsächlich fertig mit der Session Zero. Es gäbe noch ein paar Dinge zu tun, die man jetzt natürlich noch nutzen könnte, aber wir wollen, glaube ich, endlich in eine Session One. Richtig? Ja. Ich glaube, wir wollen alle anfangen zu spielen. Okay, für euch auf YouTube, danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen, für Däumchen hoch und für Kommentare. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sehen uns bei der ersten Folge. Tschüss Ben, tschüss Anja, tschüss Chris, tschüss Maggie. Ciao. Tschüss. Ciao.